Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Erik, das hast du toll gemacht. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja? Ich werde das mal übernehmen, wenn du im Urlaub bist. Hi, wisst ihr eigentlich, wieso der Erik hier ist? Nicht, weil ich ihn einfach super gern habe, sondern ich habe eine Aufgabe für dich. Es geht hier um dieses Schätzchen und da ist was abgebrochen. Und da du der Alulöffel bist, das ist er, der Experte, und der sowas regelmäßig macht, habe ich dich natürlich eingeladen. Und du hast gesagt, Igor, keine Zeit. Ja, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, Erik, komm bitte. Und dann bist du gekommen. Lass uns mal die Aufgabe für heute anschauen. Was ist das Problem? Und wir machen es quasi real life. Was das bedeutet, werdet ihr gleich auch erklärt bekommen. Hier ist nämlich Folgendes passiert. Erik, schau mal mit. Hier wird die Abgasanlage angeschlossen. Mhm. Hier haben wir einen Stehbolzen. Hier ursprünglich war auch einer. Klar. Das Thema ist, da ist etwas passiert. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Der ist rausgebrochen. Man hat versucht, da notdürftig irgendwas zu reparieren und hat am Ende die komplette Aufnahme nochmal zerstört. Für mich jetzt weiß ich, dass das Aluminium wahrscheinlich Aluminiumguss ist. Ja. Du hast da mehr Erfahrung. Sag mir kurz was dazu, wie wir hier vorgehen können, weil der Knackpunkt ist, was viele von euch auch haben werden, viele wollen das gar nicht ausbauen, die wollen das schnell repariert haben. Wie würdest du jetzt an die Sache rangehen und warum du es eigentlich nicht machen würdest? Ja, aber das ist ja genau die Sache, die ich immer alltäglich habe mit dem, wir bauen es nicht aus, können wir uns das sparen. Für denjenigen, der es nicht ausbaut, ist es natürlich eine Zeitersparnis und einfacher. Ja. Für mich halt in dem Fall nicht, weil ich muss dann gucken, wie kann ich das Motorrad bei mir handhaben, weil wir haben ja zwei Sachen. Wir haben einmal, wir müssen das Ganze vorbereiten, schweißen und nacharbeiten. Ja. So, jetzt haben wir natürlich hier wenig Platz, gell? Muss ja mit dem Winkelschleifer, mit dem Dremel irgendwas hinkommen, dann fliegt die Späne natürlich überall hin, ja? Dann müssen wir gucken, dass auch nichts in den Motor reinfliegt. Also für uns, für die, die es dann reparieren, ist es im, also nicht von Vorteil, dass das im Fahrzeug drinnen bleibt. Und genau deswegen mache ich dieses Video. Wie viel muss ich hier vorbereiten? Also ich würde auf jeden Fall alles, was kaputt gehen kann, was verbrennen kann, auf jeden Fall entfernen, was wir entfernen können. Was wir nicht entfernen können, wie die Kunststoffsachen hier, würde ich dann mit einer Schweißschutzdecke abdecken, so dass dem umliegenden Teilen halt nichts passiert. Ja, dichtungstechnisch, die kriegen ja sowieso eine gewisse Temperatur ab, aber hier kann man auch, ich habe dann solche Tricks wie, dass ich einfach einen Lappen nehme, mache den nass und lege das dann da drüber zum Beispiel über Teile, die nicht kaputt gehen sollen, die zu nah vielleicht dran sind und das Ganze halt einfach Stück für Stück schweißen und nicht alles einmal mit einmal durchziehen. Okay, dann legen wir los, bereiten wir alles vor. Welchen Zusatz, wie wir es machen, kriegt ihr jetzt natürlich alles verpasst. Ich habe hier den Erik dabei. So, du wartest jetzt, bis ich sie hinlege, gell? Ich helfe dir sehr gerne, nur du hast die Erfahrung. Ja, du hast ja. Mal gucken, ob nicht vorher noch irgendwas zerfliegt. So, dann würde ich sagen, die Zugänglichkeit ist jetzt schon mal wesentlich verbessert. Ich würde halt jetzt auf jeden Fall den Kunststoffkram hier soweit abdecken. Wir wissen, wenn wir das schweißen wollen, muss es top sauber sein, auch drumherum. Ja. So. Ich hätte das jetzt hier mit meinen Fräsern gemacht. Die habe ich mal bei Würth geholt. Das ist so ein Set gewesen. Mhm. Wahrscheinlich für Stahl-Chrom-Nickel-Stahl. Und ich habe hier eine Fächerscheibe und so eine Drahtbürste vorbereitet. Damit hätte ich mich jetzt hier irgendwie dran rumgedoktert. Ja. Ja. Jetzt du, da du das ja öfters machst, mehr Erfahrung hast, was hast du mitgebracht? Warum ist das besser? Also besser ist es einmal dafür, deswegen, weil es halt auch für Aluminium direkt ist. Mhm. Deswegen, du siehst auch, es ist halt saugrob. Man denkt ja halt eigentlich, es ist für Holz, habe ich damals auch gedacht, geht aber mega. Ja. Hier hast du das Problem, dass sich das eher zuschmiert. Richtig. Und dadurch, das ist eine Katastrophe, das macht ist halt mir schon Spaß. Richtig. Ja. Dann bist du sehr lange dran, irgendwie das wieder. Und dann kratzt du die noch wahrscheinlich frei, damit es überhaupt was geht. Ja. Das nehmen wir gar nicht, weil das verunreinigtes Material. Und das nehmen wir gerne, um vorzureinigen, dass der Dreck weg ist, Öl weg ist, also was so grob fest geworden ist draußen. Und das nochmal, um was vielleicht größer zu fräsen, dass man mit der Düse, mit der Wolfram-Elektrode ordentlich reinkommt. Ja, das Stichwort hast du gesagt, Fräse. Ja, das sehe ich auch hier. Das Aluminium ist weicher, das heißt, die werden das Material viel besser abarbeiten. Du kannst das auch wirklich richtig, also wenn du dir da ein bisschen Mühe gibst und dich abstützt, dann kannst du richtig geile Sachen machen. Okay. Ja.
Der Erik wird sich jetzt Mühe geben und sich abstützen, damit wir euch das ordentlich zeigen können. Was mir aufgefallen ist, mit deinem Fräser hast du direkt gesehen, wie Material weggegangen ist. Ja? Genau. Das ging das richtig. Halt wirklich. Das ging richtig ab wie Schmitzkatze. Ich weiß ja nun mal, wie lange ich da mit so einem 0815 Fräser am Arbeiten bin, aber das sieht gut aus. Das heißt, wir sind ready, wir könnten jetzt eigentlich schon so uns rantasten. Ne? Genau. Alles klar. Geht ja bei den Fräsen nur darum, im Gewinde ist halt immer auch noch mal ein bisschen Dreck, schwarze Zeug, was dann halt beim Schweißen logischerweise stört. Das haben wir jetzt weggemacht, haben drumherum den Dreck und die Farbe weg und jetzt könnten wir eigentlich. Alles klar. Ich habe hier einen Zusatz vorbereitet. Wir brauchen für das Vorhaben natürlich eine Wickmaschine mit einer ACDC-Funktion, damit wir Aluminium schweißen können. Ja. Parameter werden wir euch gleich zeigen. Wir müssen uns da noch ein bisschen rantesten. Ich habe hier Aluminiumzusatz vorbereitet, nicht zu dünn. Das hier ist 3,2 oder ist hier schon zu dick? 2,4 wäre besser gewesen. Mhm. Ich kann auch 2,4 holen. Nee, passt. So, das ist ILMG5. Wir hatten aber kurz darüber gesprochen, es gibt noch ILMG 4,5 MNZR. Ja. Dieses Zirconium, das ist noch fester. Das heißt, wenn ich eine richtig feste Verbindung haben möchte, mache ich das mit dem festeren Zusatz. Hier in dem Fall, dass das ja eigentlich... Ja, da bauen wir ordentlich Material auf. Ja. Wenn ich Fahrradrahmen schweiße zum Beispiel, wo ich halt auch gegen Heißfräse und die Stabilität reinbringen will, dann macht das Sinn. Aber bei so einer Stelle reicht der ALMG 5 aus. Okay. Klemmt halt aus Gas, gell? So fahren die rum, gell? Alter Vater. Müsst ihr ja nachregeln, ne? Naja, da weiß ich, wo der schleift. Hier hinten wahrscheinlich an seinem Tuning-Spiegel. Ah, okay. Keine Ahnung, muss man halt mal ein bisschen wegschneiden. Das ist gefährlich. Ja, das
Das ist bescheuert, ja. Aber ich finde, für den 125er, wenn er so macht, klingt die schon gut. Schon fast wie ein Erwachsener. Ne? Top! Hey, Erik! Ist jetzt abklatschen mit mir. Super. Schön geschwitzt haben wir. Was viele vielleicht nicht sehen, gute 4 Stunden. Gutes. Gute 4 Stunden nonstop daran arbeiten. Was war jetzt letztendlich das Problem? Dass man im Vorfeld versucht hat, das irgendwie zu machen und da war der Bolzen noch drin. Das Problem war genau das, was ich dir am Telefon gesagt habe. Wir können das machen, aber es wird nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Und genau so ist es eingetreten. Weil ja. das ist die Erfahrung, die ich in den letzten 10 Jahren gemacht habe. Und so war es. Es hat halt noch einiges... Noch länger gedauert. Genau. Ich möchte behaupten, auf diese Art es nicht auszubauen, mal schnell zu machen, rächt sich am Ende. Ja. Am Ende, wenn man das ordnungsgemäß ausgebaut hätte, auf den Tisch gelegt hätte, das hätte er vielleicht bei sich schon ausgehört, hier auf dem Tisch, wären wir viel schneller fertig und ja. wäre es vielleicht sauberer gewesen. Ja. Du kommst ja, hast ja vorhin gesehen, zum Fräsen, zum Saubermachen, zum Inform bringen, du kommst nicht richtig hin, ja. dann rutscht du vielleicht mit dem Fräser nochmal, gut, ist Gott sei Dank nicht passiert, aber du rutscht nochmal ab, dann hast du auch wieder was versaut. Ja. Also, wenn der ausgebaut ist, hast du viel mehr Platz zum Arbeiten. So, jetzt kommen die wichtigsten Punkte für dich, wenn du so ein Aluminium-Blockteil-Guss, das war ja Aluminium-Guss, wir hätten jetzt noch bei dem Hersteller gucken können, welche Werkstoffnummer das ist, aber in der Regel ALMG 3 oder 5, der Zusatz, gibst Passt. Du frei für diesen Schalter. Ja. Mit wie viel Ampere hast du bei dem Bauteil gearbeitet? Also angefangen hat man ja mit 130, wo ich gleich gemerkt habe, es reicht nicht. Und dann haben wir dann eigentlich auf 200 hoch, ja. dass erstmal eine Wärme reinkommt, weil ich bin immer der Meinung, wir bringen schnell viel Wärme rein ja. und nicht lange wenig, weil dann verteilt sich es erst überall sinnlos, gell, wo ja. dann wieder irgendwas passieren könnte. Ja. Gut, an der Stelle jetzt nicht, aber nur dann war die Wärme drin und dann hast du ja einen schönen Brenner, wo ich es runterregeln konnte beim Schweißen. Und dann bin ich aber auch so 130 dann zum Schluss runter, wo es warm war. Ich habe das Schweißen von hier beobachtet. Das ist immer interessant, wenn man einem anderen zuschaut. Jeder schweißt anders. Was ich gut fand, ist wirklich diese Technik. Du hast punktuell sehr viel Wärme in dem Moment in 200 Ampere reingebracht, hast geschweißt, kurz. Dann hast du direkt runtergeschaltet, quasi, dass da nur noch 20% vom Strom da waren ja. und dadurch konntest du das gut handeln. Dann hast du nochmal geguckt, alles klar und dann wieder gezündet. Somit hast du es immer wieder gesteuert. Man könnte das theoretisch mit einem Fußpedal machen, aber du willst das machen, wenn du da unten rumhängst. Okay. Auf dem Tisch ja. was anderes, da starten Stopp musst du mit dem Brenner machen. Was ich auch gut fand, du hast einfach den Zusatz reingelegt und dann quasi Bahn für Bahn dir gezogen, wie mit einem Bügeleisen da so reinmassiert, reingebügelt, war richtig klasse. Wenn wir das Danke. Mit der Problematik mit dem Bolzen nicht hätten, wäre das natürlich alles viel schneller. Aber da sieht man, wenn Dreck oder Fremdkörper in dem Teil sind, geht's los. Nein, wir wollten mit dem kleinen Bohrer vorbohren, der ist abgebrochen, weil er im Stahl hängen geblieben ist. Also war halt noch ein Rest von der Schraube halt drin, gell? Von der M8er. Nee, aber wir haben groß, beziehungsweise Erik hat großzügig aufgebaut. Das könnte man jetzt kosmetisch noch ein bisschen nachbehandeln. Ich finde hier an der Stelle bei dem Halter besser etwas mehr als zu wenig. Du hast ja nochmal nachgebaut, weil du gesehen hast, der Steg, also der Rand wäre zu dünn gewesen. Dann wäre das ja wieder raus. Aber das ist jetzt, womit das Bombe ja. das sitzt. Und ja, das heißt, deine Empfehlung an jemanden, der so eine Reparatur machen will, was soll er am besten tun? Also wenn er zu mir kommt zum Beispiel, auf jeden Fall den Motor rausbauen. Es tut das uns Bauteil bringen. Genau, also nur das Teil an sich. Ich habe auch ganz oft die Fragen, da geht es um ein Getriebe und ein Loch drin. So, ja. da hast du auch das Problem, jetzt schweißt du zwar von außen und kannst das außen sauber machen, aber innen drin ist der Dreck. Ja. Und ich bin auch immer der Freund von, wenn man es von beiden Seiten verschweißen kann, also einfach zerlegen, weil zum Schluss ist es zwar einmal ein bisschen mehr Arbeit, aber wenn das andere nicht dicht wird und dann baust du es wieder zusammen und alles und es funktioniert nicht. Deswegen, das sind Erfahrungswerte, die ich einfach in den 10 Jahren gesammelt habe mittlerweile. Ja. Dass man sich da in der Vorbereitung lieber ein bisschen mehr Zeit nimmt. Das ist ja beim Schweißen sowieso immer so, gell? Ein bisschen mehr Vorarbeit. Und dann geht das gut. Das war schon möglich. Es gibt ja auch noch einfachere Sachen. Dann bin ich aber der Meinung, dann kann man darüber sprechen, wenn man Bilder ja. oder ein Video hat, dann ist es kein Problem. Dann sage ich auch, krieg mal hin. Aber deswegen immer mit den Leuten, die das für euch vielleicht machen oder du selber kommuniziert mit denen einfach. Erik, jetzt kurz zu dir, wer dich noch nicht kennt. Was machst du genau? Was ist dein Geschäft? Wo kannst du jemandem helfen? Einfach von dir ein bisschen was. Ja, also ich bin der Alulöffel, der Erik. Wir machen quasi eine Schweißdienstleistung, Reparaturschweißung und Sonderanfertigung im Zweirad-, Vierrad-Bereich, ja. Aluboxen, Tanks,
aber hauptsächlich so Reparaturschweißen, Fahrradrahmen, Motorengehäuse, im Magnesiumlegierung, Aluguss, Stahlguss, also alles, was so ein bisschen speziell ist. Und das machen wir, reparieren halt viele Sachen, vor allen Dingen Teile, die es halt auch nicht mehr zu kaufen gibt. Ja. Ich habe dich etwas auf YouTube verfolgt, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Ja. Und deine Skills sind einfach, du bist knallhart aus der Praxis. Ja? Du bist quasi wirklich der Praktiker, der schon alles durch hatte, eine Menge Erfahrung hat. Und ich weiß ganz genau, wenn da irgendwie demnächst wieder Magnesium-Schlagmisch-Tot spezielles Gehäuse kommt, wo ich weiß, wenn du versuchst, das zu schweißen, bröselt das auseinander, dann bist du der Mann. Ob ich alles schon gesehen habe, denke ich nicht, weil es kommt immer wieder bei solchen Sachen mal so, so ein Tag, wo was kommt. Aber das ist ja das, was Spaß macht. So wird es nicht langweilig. Ja. Ja. Also Praxis und Erfahrung kann dir, das kannst du nicht kaufen, das kannst du auch nicht schneller werden. Ne? Das heißt, wer spezielle Dinge Richtung Aluminium sehen will, sollte unbedingt den Erik mitverfolgen. Würde ich mich darüber freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir mit Erik ein bisschen mehr machen. Ja? Und deswegen, gerne, meine liebe Schweißtechnik-Freunde, wir haben euch lieb. Bis dahin, ciao. Ciao.